Hallo, herzlich willkommen im Dirk Schmidt Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Persönlichkeiten zu entfalten, damit sie das Beste aus ihrem Leben machen. Und das tue ich entweder auf den Bühnen dieser Welt oder hier in meinem Podcast. Ein wunderbares Zitat, das mir einfällt zu dem Thema Ziele. Wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Und so ist es auch in unserem Leben. Viele Menschen haben keine konkrete Vorstellung von dem, was sie wollen. Deshalb fehlt ihnen auch der Mut, den Schritt zu gehen aus der Komfortzone. Viele Menschen wissen, was sie nicht wollen und wundern sich dann am Ende des Tages, dass sie es bekommen haben. Viele Menschen machen morgen schon die Augen auf und denken, was alles passieren kann in ihrem Leben an diesem Tag und wundern sich abends, dass es genauso eingetreten ist. Dort, wo unsere Energie ist, dort, wo unsere Gedanken sind, ist unsere Energie. Und es gibt ein Gesetz der Resonanz, dass wir die Dinge anziehen, an die wir denken. Da habe ich gleich ein ganz tolles Beispiel für dich. Also, die Frage ist, hast du ein Ziel, wo du brennst? Hast du ein Ziel, dass du mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Liebe, dass du Gänsehaut bekommst, wenn du darüber nachdenkst? Wenn nicht, gebe ich dir hier einige Tools mit an die Hand, wie du dahin kommen kannst. Also, Experten, Profis, Sportler, die haben ein Navi für ihre Ziele. Die haben sich ein Navi gebaut, wie bei einem Auto. Wenn ihr noch das kennt von früher, bei der Autofahrt, so mit Landkarten, das war ja immer alles sehr emotional. Die Beifahrerin oder die Beifahrer sagte, es geht rechts oder es geht links und der andere, da gab es Diskussionen. Das war immer sehr, sehr emotional, was nicht immer förderlich war auf der Fahrt. Aber so ein Navi ist geil. Ein Navi hat keine Emotionen auf dem Weg zum Ziel. Ein Navi bewertet nicht auf dem Weg zum Ziel. Ein Navi ist neutral auf dem Weg zum Ziel. Ein Navi nutzt die Kompetenzen und macht sich keine Sorgen auf dem Weg zum Ziel. Und die Sportler, die benutzen ein Navi auf dem Weg zu ihrem Ziel. Und das solltest du auch. Du solltest dir ein Navi bauen für dein Ziel, für dein konkretes Ziel. Und es gibt, ich sage immer, es gibt zwei Arten von Zielen. Es gibt so Vermeidungsziele und es gibt so Anstrebungsziele. Ein Vermeidungsziel ist zum Beispiel, ich möchte nicht, also alles, was mit diesen Neins anfängt, alles, was mit Negationen anfängt. Und bei dem Thema Unterbewusstsein hatten wir ja schon, dass dein Unterbewusstsein nicht darüber nachdenken kann. Also es kann mit diesen Negationen nicht umgehen. Also fang mal an, alle Dinge positiv zu formulieren, was du konkret möchtest. Ganz konkret. So, Beispiel. Ich wohne in der Nähe vom Golfplatz. Und wenn ich dann mit meinem Hund spazieren gehe, kommen wir da am Golfplatz vorbei und am Abschlag. Und da ich neugierig bin, ich spiele kein Golf, aber ich bin neugierig, bleibe ich da stehen. Jetzt steht der Golfspieler da, legt sich den Ball hin und guckt nach unten und sagt, ach du Scheiße, das Ziel ist umgeben mit Wasser. Also das Ziel, die haben da um das Ziel so einen Wassergraben gebaut. Der legt sich den Ball da unten hin und macht immer so Probeschwünge und sagt immer, nicht ins Wasser. Also im Vermeidungsziel, nicht ins Wasser. Macht das 5, 6 Mal, die Macht der Wiederholung, nicht ins Wasser. Was kommt oben an? Wasser. Nicht ins Wasser kommt Wasser in unserem Gehirn an. Holt aus, feuert unter den Ball. Wo landet der Ball? Im Wasser. Dann sagt er noch, habe ich es nicht gesagt? Sag ich ja, ne? Also ein Profi würde auch da stehen und sagt, oh Herausforderung, das Ziel ist umgeben mit Wasser. Der macht auch seine Probeschwünge, aber er formuliert das positiv und sagt, ins Loch. Also denk darüber nach, wie du mit dir, den wichtigsten Menschen, kommunizierst. Wie kommunizierst du mit dir? Hast du einen Handlungsplan für deine Ziele? Ist das konkret? Und dann formuliere positive Ziele. So, Punkt 1. Der zweite Punkt. Alle Menschen haben ein Motiv. Ein Motiv ist ein Grund, warum wir etwas tun. Das ist die Basis. Der zweite Punkt ist ein Verhalten. Dieses Verhalten führt uns zum Ziel. Okay? Also wir haben ein Motiv, wir haben ein Verhalten und wir haben ein Ziel. Angenommen, unser Motiv, also der Grund, ist Hunger. Ein Grundbedürfnis. Unser Motiv ist Hunger. Wie lautet das Ziel? Das Ziel lautet Sättigung. Das Verhalten ist Essen. Also Hunger, Essen, Sättigung. Okay, soweit ist das klar. Wenn wir aber kein Ziel haben, also wer keine Ziele hat, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Wenn wir keine Ziele haben, haben wir auch kein Verhalten auf dem Weg dahin. Dann eiern wir darum. Wir sind in unserer Komfortzone gefangen. Und ist dieses Ziel wischiwaschi formuliert, also ist es unkonkret formuliert, ist unser Verhalten auch unkonkret, dann ist das Futter für den Schweinehund.
Je konkreter dein Ziel formuliert ist, umso konkreter ist dein Verhalten. Und auch hier hängt wieder der Mut an deinem Ziel. Je mutiger du bist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele erreichst. Und wenn das Ziel wischiwaschi formuliert ist, ist dein Verhalten wischiwaschi formuliert. Okay. Wie finden wir denn jetzt unsere Ziele? Du machst dir am besten mal schriftlich einen Plan. Was möchte ich erreichen? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich hin? Und dann schreibst du dir das mal über Tage, über Wochen auf. Das Zeitfenster, was du benötigst. Und du wirst sehen, dann tun sich ganz tolle Sachen auf. Ohne zu bewerten, ohne sich Sorgen zu machen, ohne schon wieder an die Konsequenzen darüber. Einfach nur sprudeln lassen. Lass es raus. Lass es raus. Es gibt Wege und Möglichkeiten geben, die zu erreichen. Nämlich der, der will, findet Wege. Der, der nicht will, findet Gründe. Und Ziele sind geil. Für mich sind Ziele, sind Möglichkeiten, sind Chancenfinder. Und ich gebe dir ein Beispiel. Mach mal diese Übung mit. Also wir haben jetzt eine Minute Zeit. Wir haben eine Minute Zeit. Du merkst dir jetzt in diesem Raum, wo du gerade bist, merk dir mal 10 braune oder schwarze oder blaue, also dunkle Gegenstände. Merk dir mal 10 dunkle Gegenstände. Eine Minute Zeit hast du. Präg dir die ein. Zehn brauchen wir. 10 Gegenstände. Dunkle Gegenstände. Braun, schwarz, dunkelblau. Okay. Wenn du deine 10 Gegenstände jetzt hast, jetzt ist die Minute nämlich um. Also 60 Sekunden. Jetzt schließ kurz deine Augen und nenne mir 5 weiße Gegenstände. 5 weiße. Also den meisten wird das nicht gelingen. Weil der Fokus, unser Fokus, unser Ziel war schwarz, also dunkle Gegenstände. Was ist passiert? Durch diese Fokussierung haben wir alles andere ausgeblendet und alles andere war auch da. Und so ist es im Leben auch. Wenn du ein Ziel hast, bist du fokussiert. Deine Energie ist auf einem Ziel und du blendest das andere aus. Also Ziele sind Chancenfinder. Ziele sind Chancenfinder. Wenn du darauf fokussiert bist, wird das Leben dir Möglichkeiten bieten, die zu ergreifen. Ob du sie erkennst, ist was anderes. Chancenfinder. Das zweite ist, ein Ziel, nach dem du brennst, gibt dir eine Startmotivation. Eine Startmotivation. Ein Ziel, nach dem du brennst, gibt dir immer wieder eine Durchhaltemotivation, auch wenn es mal bescheiden, wenn es beschissen läuft. Beispiel, ich habe eine Wüstentour gebucht für viel Geld in der Wüste und habe meinen Trupp verloren. Durch einen Sandsturm wurden wir getrennt. Ich habe die Wasserflasche, ist leer und ich kann nicht mehr. Ich lasse mich mit letzter Kraft, ich bedanke mich bei dem lieben Gott für dieses geile Leben auf dieser Welt und lasse mich mit letzter Kraft, ich bin total am Ende, alles ist vertrocknet, meine Lippen sind trocken, meine Kehle. Lass mich mit letzter Kraft, gehe ich nieder, setz mich nieder und plumps so in den Sand hinein. Und merk beim Runtergehen, merke ich an meinem Hintern, an meinem Arsch ist ein Stein. Der piekst mich so ein bisschen und kratzt den frei und merk, es ist ein Weg, es ist ein Begrenzungsstein. Und denk, was macht der in der Wüste? Und mach den Sand da weg und da ist so ein Pfeil und da steht drauf, 500 Meter ist eine Oase. Was tue ich? Ja, Durchhaltemotivation. Dieses Ziel gibt mir nochmal Kraft. Dieses Ziel gibt mir nochmal Durchhalte für die letzten 500 Meter. Also Ziele geben dir eine Startmotivation. Du fängst an. Du bist mutig. Die füllen dein Mutdepot auf. Die kleinen Schritte. Du hältst durch. Die geben dir eine Durchhaltemotivation. Und das ist das Geile an Zielen. Also schreibe dir konkret deine Anstrebungsziele auf. Das, was du konkret erreichen möchtest. Schön, dass du reingehört hast in meinen Podcast Impulse für deinen Erfolg. Und es gibt noch was Kostenloses für dich. Unter www.dirkschmidt.com/bonus findest du spannendes und wertvolles Bonusmaterial.
Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode Impulse für deinen Erfolg wieder dabei bist.